aber die Impfpflicht ist kein Impfzwang und das ist ein wichtiger Punkt, dass man das unterscheiden muss, denn die Helmpflicht ist ein Schutz für sich selber. Der Gurtenpflicht ist für sich selber, aber beim Transport, die Transportsicherheit, und das vergleiche ich jetzt mit dem Virus, bei der Transportsicherheit muss ich auch dementsprechend Maßnahmen einhalten, dass mir das Gut nicht vom Fahrzeug abweicht. Und der Lkw-Fahrer will es auch nicht. Wenn er es macht, bekommt er keine Strafe. Und wenn ihm ein Ladegurt herunterfällt, dann bekommt derjenige, der was hinter ihm fährt, vielleicht dementsprechend etwas ab. Das kann man wohl vergleichen, weil bei der Impfung ist genau das Gleiche. Die Impfung gibt einen Schutz, aber es schützt auch diejenigen, das ist dementsprechend bewiesen, denn dass die Verbreitung des Virus um so viel geringer ist bei der Impfung, bei geimpften Menschen wie bei ungeimpften Menschen. Das ist nachweisbar und wissenschaftlich erwiesen. Aber eines ist wichtig, und das ist mir auch ein Anliegen. Ich bin schon öfter bei Seniorenversammlungen gewesen. Die sind dreimal geimpft und sie glauben, ja, sie bekommen den Virus nicht, auch wenn man dreimal geimpft ist. Wir sehen es, der Virus ist auch hier dementsprechend noch vorhanden.